an, dann hätte ich noch ein bisschen. Ich habe ja eben schon hier bei der anderen Demo ein bisschen angefangen zu sprechen. Die mussten dann gehen, weil die machen Ramadan, die haben jetzt was gegessen. Finde ich nicht schlecht. Guck ja, coole, sichere Sache, weil man kommt auch mal auf den Gedanken, wie es ist, wenn man Hunger hat oder Durst. Also wenn man morgens anfängt, schon nichts zu trinken, den ganzen Tag im Sommer, bis abends wartet. Also ich habe Respekt davor. Nichtsdestotrotz. Na gut, sehr gut. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass Religionen Menschen spalten. Und zwar überall auf der Welt. Und das schon so lange es Religionen, glaube ich, gibt. Es waren schon immer die einen gegen die anderen, die Juden gegen die Christen, die Moslems gegen die Juden oder was weiß ich. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal wirklich Ahnung davon. Aber ich habe schon immer, seitdem ich lebe, mitbekommen, dass irgendwelche Glaubensrichtungen sich gegeneinander bekämpfen, Bomben aufeinander werfen. Den Konflikt in Israel, den gibt es, glaube ich, schon so lange ich lebe. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann mich schon immer daran... Ja, ich kann mich schon immer daran... Ja, ebenfalls. Ich bin erst schon ein bisschen älter. Ja, das finde ich, und das wird in der Scheißklotze einfach nicht so zur Thematik gemacht, damit man es auch mal verstehen könnte. Ich muss mir jetzt mal ein paar Seiten vorgehen, weil ich habe eben schon angefangen damit. Ja, fang mal hier momentan an. Alles durcheinander. Alles durcheinander. Ja. Ah, hier. Nochmal die zwei. Ja, ich hab's. So, jetzt waren wir eben schon mal bei der Bankenkritik. Da möchte ich einfach wieder anknüpfen, da ist jetzt eigentlich schon die zweite Seite. Ja, danke schön. Hey, danke, ich habe hier voll das Chaos. Moment, ich sammle das hier ganz kurz zusammen, weil sonst schon mal da kämpfen.